Der FC Bayern sucht nach einem Backup für Stürmer Robert Lewandowski und hat dabei offenbar einen alten Bekannten aus der Bundesliga im Visier. Wie der TV-Sender beIN Sports berichtet, könnte Torjäger Edin Dzeko vom AS Rom den Ersatzmann für den Polen geben. Demnach haben die Bayern bereits offiziell ihr Interesse bekundet. Denkbar wäre es, dass Dzeko in der Liga und im Pokal eingesetzt wird, damit Lewandowski in der Champions League topfit ist. Allerdings wäre der Bosnier Dzeko in der Königsklasse nicht spielberechtigt, weshalb es wohl andere Alternativen gäbe, die eher geeignet wären. Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte bei Sky gesagt, dass man sich umsehe, aber keine Notkäufe machen werde. Es müsse ein Stürmer sein, der den Verein weiterbringe und trotzdem wisse, dass er Lewa vor sich habe. Außerdem meinte Salihamidzic in der Sportbild, dass man daran arbeite, einen Spielertypen zu finden, der zu diesem Anforderungsprofil passe. Leipzigs Abwehrjuwel Dayo Upamecano zieht immer mehr Interesse von europäischen Topvereinen auf sich. Wie die Sun berichtet, will neben Milan, Barca und Liverpool nun auch Manchester United ins Wettbieten um den 19-jährigen Franzosen einsteigen. Upamecanos Ausstiegsklausel liegt angeblich bei 100 Millionen Euro. Laut ESPN wurde zudem Torwart Peter Gulaschi zuletzt von Scouts des FC Arsenal und vom FC Chelsea beobachtet. José Mourinho schaut nicht nur in Deutschland nach Verstärkungen, sondern angeblich auch in der Premier League. Wie die Times schreibt, will der Portugiese unbedingt wieder mit seinem Ex-Spieler Cesc Fabregas vom FC Chelsea zusammenarbeiten. Man United ist offenbar stark interessiert, während die Blues den Vertrag schnellstmöglich verlängern möchten.